Der Partnerschaftsverein Itzehoe wurde 1995 gegründet, um allen Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich in die Partnerschaftsarbeit einzubringen. Diese Arbeit wurde vorher von der Stadt Itzehoe, einigen Schulen und Vereinen allein geleistet. Je suis Jean-Pierre et je suis de la commune de La Couronne, qui est jumelée avec Itzehoe. À la santé à tout le monde et amitié à tout le monde. In Vereinsreisen zu den Partnerstädten haben wir unsere Beziehungen und Freundschaften über viele Jahre hinweg gepflegt und gestärkt. Nazywam się Danuta, to jest mój mąż Krzysztof. Pochodzimy z Polski, mieszkamy w Pasłęku. Zawodowo jestem nauczycielem. Kontakty z miastem partnerskim Itzehoe pielęgnuję już od przeszło 20 lat. Cirencester in England ist Partnerstadt seit 1982. Die Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt La Couronne wurde 1988 unterzeichnet. 1990 kamen Malchin aus Mecklenburg-Vorpommern und Pasweng aus Polen hinzu. So, we're Anna and Steve College. We come from Cirencester in southwest England, not all that far from Bristol. Itzehoe and Cirencester have been twinned together for 40 years, and we're delighted to be here this year to celebrate this together with lots of other people. Eine wichtige Rolle in der Partnerschaftsarbeit spielt die Unterstützung von Schüler- und Jugendaustauschen mit den Partnerstädten. Hi, we're from Poland both. Yes, I'm from Pasweng. And I'm from Gdańsk and we're both very happy to be here. It's very nice to listen to some music from the other country. And yes, this is really nice. Der Verein hilft bei der Unterbringung von Schülern, Jugendlichen und anderen Gästen in Familien des Vereins. Ja, ich bin Heidi Bittner und bin schon viele, viele Jahre im Partnerschaftsverein, knapp 20 Jahre, habe viele Reisen gemacht. Wir haben mit Frankreich seit 16 Jahren eine Freundschaft, auch mit England haben wir gute Kontakte. Ich mache das gerne. Für den Verein bin ich auch gern bereit, immer was zu tun. Ziel des Vereins ist es, in den Menschen verschiedener Nationalitäten das Verständnis füreinander zu wecken bzw. zu stärken und so einen Beitrag zum friedlichen Miteinander in Europa zu leisten. The hospitality has been amazing. We've been out for many meals in restaurants with people that have now become our friends here in Itzehoe in Germany and also from Poland and France. It has been a great experience. Wir freuen uns auf viele schöne weitere Jahre.